Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bloody Bloody Nazlegran, 26. Part. Das heißt, im nächsten Part wird es wieder finster und ich habe mich ein bisschen verlaufen in den Drosto-Ruinen. Und ich fahre jetzt mal einfach direkt weiter und diesen geheimen Raum wieder mal mit inkognita Schrift, die ich nicht lesen kann. Ihr vielleicht schon. Okay, hier haben wir mal einen Random-Kampf! Gegen ein Inkognito. Ach man, nerv nicht. Moment Leute, ich muss kurz was machen. Sorry für die Unterbrechung, aber kann schon mal passieren. Erdbeben! Ach so, der hat Schwebe. Okay. Dann eben nicht. Aua. Entweder hat er Wasser oder Pflanze als... oder Kampf. Es kann einiges sein, was er jetzt als... Kraftreserve hat, das Inkognito. Ich finde Inkognito schlecht. Es ist nur was für Sammler. Und ich bin nicht wirklich ein Sammler, also... Falls ihr irgendetwas Gutes aus Inkognito rauslesen könnt, sag's mir bitte. Hier haben wir mal Schrägrauch. Dann haben wir hier eine Hirntafel. Bis jetzt nichts dabei, was ich... Achso, da ist nicht was draufgeschrieben. Die Kraft besiegt der Giganten, speist diese Tafel mit Energie. Aha. Dann haben wir hier ein Nugget, damit wir Geld bekommen. Und die VM05 auflockern. Braucht man nicht wirklich eigentlich. Und ich glaube, hier unten gibt es auch nichts weiteres. Obwohl ich mich ein bisschen verfahren habe. Hier ist nix. Dann müsste hier drüben auch nichts sein. Oh. Doch. Egal, fahren wir raus. Hier ist nichts Interessantes. Hier gibt es nichts zu sehen. Oder so ähnlich. Ach so, von da bin ich gekommen. Ach so. Verstehe. Die Trostruinen sind doch ein bisschen verzwickt, oder? Ah ja, ich weiß, wo ich bin. Ja, gleich im Ausgang. Dauert noch ungefähr 10 Jahre. Okay, so ungefähr aber nur. Wie man zu den Items da oben hinkommt, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Aber ich glaube, das ist eh unwichtig. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist auflockern. Eventuell. Man braucht es nicht ganz so dringend. Es ist für den, die nächste Höhle, die kommt. Da sieht man mehr, aber man braucht es nicht so dringend. Man kann auch ohne durch. So wie mit der TM-Blitz. Früher war es mal eine V-Höhle, kommt mir vor, die Blitz. Kann sein. Danke, Schwester Joy. Ja, ja. Darf ich wieder asozial reden? In diesem Bad nicht, danke. Schade. Tja, Trosto gibt's nicht viel zu sehen, außer ein Haufen... Pokémon, weil hier ist die Pokémon-Pension, ja. Hier kann man Pokémon zur Zucht freigeben, oh yeah. Hier kann man gut die Pokémon aufziehen lassen durch Level, also wenn man das EV eines Pokémon wissen will, oder um zu züchten, oder um Pokémon bestimmte Attacken beizubringen, oder vieles mehr. Die Pension ist nice. Also sie hat was. Gibt es erst seit der zweiten Generation, der ersten Generation hat es noch keine Pension gegeben. Und wir sind jetzt auf einer neuen Route, 210. Ich muss jetzt mal kurz sicher gehen, ob wir dort eh noch nicht waren, aber ich glaube kaum. 208. Ne, 210 waren wir noch nicht. Runter vom Fahrrad und das erste Pokémon schnappen, was kommt. Oder Moment, doch? Ne, doch nicht. Hier waren wir noch nicht, oder? Nee. Der Ort ist mir neu, also wird schon passen. Mit dem Fahrrad kommen wir da nicht rein, das ist nämlich hohes Gras. Hey Trainer! Hey! Mein Pokémon ist während meiner Zeit auf der Ranch. Entschuldigung. Stärke geworden. Ich bin richtig stolz auf mein Pokémon! Ich bin gefüllt mit Stolz! Okay, Anton. Er hat mal einen Mildtank, da ist Dark Pulping mal nicht so leicht und auf Level 43! Was haben die hier geraucht? Level 43! Hallo? Sonst geht's dem Programmieren hier gut, oder? Ist klar. Wow, plus 4 Spezialangriff. Gefällt mir. Und ein Tauros. Okay, 2 Normal-Pokémon, da ist Dark Pulp Beamer gar nicht so schlecht. Und er macht Betroa. Okay, das Auras wäre sogar besser als Nahkampf. Und er greift mit nicht sehr effektiven Attackern, die trotzdem reinhauen. Ja, nicht ohne.
Weil die Angriffswerte von Tauros und Miltank sind gut und Tackball B ist eine Verteidigung und nicht so der Oberhammer. Egal, er macht alles nieder! Auf deine Pokémon kannst du wirklich verlassen! Ich kann nicht vor, dass ich mal auf der Route 210 war. Okay, ich tue jetzt mal Pokéfuck raus. Weil langsam wird es hier doch ein bisschen krass. Okay, das erste Pokémon auf der Route 210 ist ein Xerox. Einen Moment bitte. Okay. Ich muss den nur kurz aufschreiben. Xerox. Käfer-Stahltyp. 4-fach Schwäche zu Feuer. Und naja, das war's eigentlich. Oh oh! Das klingt böse. Das klingt böse, was er davor hat, glaube ich. Ja. Noch ein paar Mal. Klingensturm, ja. So habe ich mir schon gedacht. Aber nicht sehr stark bei ihm. Finde ich gut. Okay, nochmal. Immer schön schwächen. Er macht Klingensturm. Ja, ja, mach nur. Xerox ist ziemlich gut. Käfer, Stahl. Oh! Angriff, Verteidigung, Initiative, Spezialangriff, Spezialverteidigung steigt. Okay. Gut, dass ich Staffette beigebracht habe. Damit kann ich jetzt die Statuswerte weitergeben. Und das war knapp. Das war richtig knapp. Okay, kein Risiko. Fangen mit einem Superball. Komm schon. 1, 2, 3. Hätte ich jetzt Gainer, wäre es einfacher. Aber ich hab's ja nicht mehr. Leider. Pokéball, flieg! Haare ist jetzt Pokéball an, das ist nicht sehr effektiv. 3, komm schon! Yes! Xerox wurde gefangen und Xerox bekommt einen Namen männlich. Setzt seine Markierung versehenen Scheren ein, um Gegner einzuschüchtern. Aha. Okay, du bist ein Moment. Okay, ich habe jetzt einen Namen. Hui, hat ein bisschen gedauert jetzt. Hi, im Team. Namen. Ups, richtig schreiben, also klein und groß. Und wieder groß schreiben, dann wieder klein schreiben. Geht sich das überhaupt aus? Ich hoffe schon. Ah ja, das geht sich aus. Fast halt. Willkommen im Team Balchak. LP ging sich leider nicht mehr aus. Einer meiner Abonnenten, Balchak LP, ist jetzt in der Box als Reserve-Teammitglied, dafür es geholt wird, wenn er tot ist. Wissen wir ja schon. Und das Fahrrad können wir hier nicht benutzen. Schade. Oh, Doppelkampf, Moment. Ich glaube, das passt, ja. Na dann, wollen wir mal einen Doppelkampf ausführen. Hallo ihr zwei. Super, wir kämpfen mit ganz viel Pokémon. Juhu, alle kämpfen, alle! Hallo ihr zwei. Grabby und Krebskorps. Okay. Zwei ziemlich gute Pokémon eigentlich. Mehr oder weniger. Ich sehe schon, bin angeschlagen. Machen wir mal Metronom und Schumas Donnerblitz auf Krebskorps. Müsste mit einem Schlag tot sein eigentlich. Schau mal. Ja, locker. Sehr effektiv und tot. Pokéfuck macht Metronom. Er setzt Sorgensamen ein. Aha. Grabby hält die Fähigkeit Insomnia. Grabby macht Lake. Und jetzt kommt ein Grebutak. Das ist ein gutes Pokémon. Da muss ich aufpassen. Metronom und Donnerblitz. Donnerblitz! Tja! Zieh ab! Passt. Metronom, mach irgendwas. Zermalm, glaube ich. Okay, der ist tot. Ich finde interessant, dass Metronom immer auf den geht, der das rechte Pokémon macht. Ob das immer so ist, weiß ich nicht, aber es ist interessant. Und die Weiterentwicklung von Grabby ist auch noch hier. Kingler! Metronom und Donnerblitz. Donnerblitz, da müsste tot sein! Oder auch nicht. Okay, der ist tot. Tschüss, Kingler! Schöne Erfahrungspunkte für alle. Yeah, Metronom! Und es kommt Felsgrab heraus. Geht auf alle beide eigentlich, aber naja, ist hier nur noch eins da.
Initiative von Gravis sinkt. Er macht Lake. Und die Attacke hätte ich stärker in Erinnerung gehabt. Donnerblitz und tschüss ist das Grabby. Richtig chilliger Fight. Grabby ist tot. 492 Fangspunkte und leider kein Level Up. Wir haben unser Bestes gegeben, aber trotzdem verloren. Ja! Na, ja, kann passieren. Ich bin schon wieder angeschlagen. Wow, aber ich gehe noch nicht heilen. Ich ziehe jetzt Lahmmuhl raus. So. Okay, nach dem Doppelkampf geht's hier weit. Und es geht weiter mit diesem Trainer. Er wartet uns schon. Hi. Sieh mal, der Glanz meines Faces ist ganz sehenswert. Ist so nice. It's nice. Eine Züchterin mit einem Sandan. Hallo. Lahmmuhl, du bist dran. Body Slam. Sandsturm. Okay. Sandsturm. Nicht so toll. Sandsturm tobt. Ich bekomme Schaden. Aua. 10 KP. Es geht noch. Und Sandgrab auch noch. Ach du, jetzt ist es hart hier. Sandgrab und Sandsturm. Das heißt, ich bekomme jede Runde etwas KP abgezogen. Das ist mir gar nicht so wenig. Sandgrab, Sandsturm. Gute Taktik ist das, muss ich schon sagen. Body Slam, Gyroball. Zieht wahrscheinlich nicht so viel ab, ja. Weil er schneller ist wie ich. Gyroball zieht er nur viel ab, wenn er längsam ist wie ich. Sehr viel längsamer. Da müsste ich ihn schon paralysieren. Okay, eine Runde Erholung. Er macht wieder Sandgrab. Aua! Lahmmuhl, du hältst das aus! Erholung! Schade, dass Lahmmuhl nicht Schlafrede hat oder Schnarcher. Das wäre jetzt geil. Ja, Sandsturm und Sandgrab, wir wissen es. Die Animation, die nervt hier ein bisschen. Die könnte man irgendwie vielleicht ausschalten bei Zeiten. Gyroball! Okay, er dreht. Oh, Volltreffer. Aber es hat wirklich nicht viel abgezogen. Ich hätte mir mehr gedacht. Für Volltreffer? Nicht schlecht. Komm schon, aufwachen! Hey, Lahmmuhl, aufwachen! Sandan ist vernarrt. Geil. Er ist verliebt. Das heißt, er wird nicht mehr so angreifen. Und jetzt wird's hart. Erholung, bitte. Er hat sich verliebt. Oh, süß. Er macht trotzdem Sandgrab. Aua. Nochmal Erholung. Das könnte ein bisschen länger dauern. Platz. Erholung ist zwar eine coole Attacke, aber wenn man in zwei Runden nichts machen kann, ist das ziemlich riskant. Body Slam, komm schon. Er soll nichts machen, meinetwegen. Okay, macht Sandgrab. Hält 2 bis 5 Runden nebenbei. Man kann sich also immer wieder befreien und dann kann man wieder austauschen. Ich bin froh, dass du keine Giftattacke kannst. Sonst hätte er mich schon längst vergiftet. Obwohl, wäre mir eigentlich egal. Weil durch Erholung heilt sich das ja wieder. Was eigentlich geil ist. Stellt euch vor, man wäre vergiftet und könnte keine Erholung einsetzen. Wow, das wäre hart. Jetzt reicht aber Sandan, oder? Ich mag das Sandan, aber... noch ein Volltreffer? Übertreib nicht, Freundchen. Tschüss, Sandan. 726 Bankpunkte. Jetzt kommt ein Sengo. Oh, das könnte hart werden. Sengo ist ein sehr gutes Pokémon nebenbei. Oh ja. Body Slam, Verhöhner. Ja, ja, ich greife dich schon an. Keine Sorge. Ich greife dich schon an. Verhöhner sagt, ich darf nur noch angreifen. Wow, er ist paralysiert. Geilo. Dann mach mal. Was ist stärker? Weckruf oder Body Slam? Ach, machen wir mal Weckruf und schauen wir mal. Scanner. Okay. Er schützt sich selbst. Schön, mache ich nochmal. Weckruf. Bam, bam, bam. Sehr effektiv. Das zieht sogar eventuell mehr ab wie Body Slam. Nicht schlecht. Weckruf. Wenn er schläft, macht das sogar noch mehr Schaden. Also. Schade, dass ich nicht die Attacke Riechsalz habe, weil die würde Paralyse zwar aufheben, aber es wäre stärker. Tschüss, Sengo. 1485. Jetzt kommt ein Sandamer. Habe ich schon erwartet. Sandamer ist ein cooles Pokémon. Schauen wir mal, was Mimikry macht. Zermalmklaue. Aua, 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 aua. Mimikry. Jups. Ich kann Zermalmklaue. Geilo. Ist eine normale Attacke. Ja, weiß ich. Okay, Tim. Nee. Pokefuck, du bist dran. Kein Risiko hier. Zahnklinge. Okay. Wenn er das sehr oft macht, ist die Attacke stärker, aber da muss er schon sehr oft reinhauen mit. Wunschtraum.
Er macht wieder Zermalmenklaue. Chance auf Verteidigungssenkung. Oh. Macht er sogar. Ich werde jetzt nicht Staffelte machen, weil sonst nehme ich den Status mit. Metronom. Er macht Zermalmenklaue. Autsch. Oh, das war knapp. Das war knapp. Metronom. Reflektor. Oh, das ist geil. Das ist geil. Und Wunschtraum erfüllt sich. Danke. Nochmal Wunschtraum, bitte. Schlitzer. Chance auf Volltreffer. Erhöhte Chance auf Volltreffer. Eine Stufe oder so. Metronom. Zermalmenklaue. Okay, jetzt sollte ich bald auswechseln. Rasierblatt. Oh, warum wehrt er die Attacke ab? Das wäre jetzt nice gewesen. Okay, dann machen wir jetzt einen auf Tim. Du bist dran. Selina ist hier schon schlecht, weil Sandama ist Boden. Schlitzer ist nicht sehr effektiv. Komm, Team, du machst ihn fertig. Mit Erdbeben! Zwanglinge? Haut nicht sehr viel rein. Noch nichts. Erdbeben! Batsch! Nochmal. Reflektor ist nicht mehr da. Schade. Er macht nochmal Zwanglinge. Ist jetzt ein bisschen stärker. Ein bisschen. Damit es richtig stark ist, muss es 4-5 Mal machen. Dann ist es richtig stark aus Sony. 489 Erfahrungspunkte. Yeah. Für drei Pokémon. Und Pokémon 84 bekommt Level 43. Gute Verteidigungswerte. Hey, hast du auch ihn gesehen? Klar. Ich habe ihn gesehen, wie ich gewonnen habe. Okay, hier ist ein Pokéball mit Superschutz. Setze ich wahrscheinlich nicht ein. Schauen wir mal. Okay, bevor ich jetzt hier weitergehe, heile ich mich kurz. Bis gleich. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja schauen, was der Sherox kann. Würde ich mal interessieren, weil er hat nur Klingensturm gemacht. Schau mal, Bericht. Käferstahl. Hexablager. Okay, Schlitzer, Klingensturm. Klingensturm braucht es nicht. Sherox ist ein guter physischer Angriff, aber Klingensturm braucht es wirklich. Kreuzschere? Geil. Also falls das mal ins Team kommt... Nicht schlecht. Und es hat kein Item. Gefällt mir. Also, Sherox ist jetzt schon mal nice. Ich freue mich darauf. Aber ich will auch kein Pokémon verlieren. Also, ist das eine Zwickmühle? Naja, es warten noch sehr viele Trainer auf... What the hell? Auf uns und ich muss hier Gas geben. Ja, geht doch. Hallo, willst du kämpfen? Hi, 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 hi. Nein? Solange es eine Straße gibt, werden wir weiterrennen. Ja, wie jetzt? Ach so, ist der für Rennen. Okay, hier ist auch wieder ein Doppelkampf, so sieht es zumindest aus. Ja, Selina und Leamol sind die einzigen, die noch Level 42 sind. Hallo, ihr zwei. Hallo! Hi! Oh, ich zeig dir schon, wie gut du und ich zusammenarbeiten. Wenn mein Pokémon bei mir ist, kann ich sogar ein bisschen faulenzen. Okay. Faulenzen? Nicht mit mir. Schon kämpfen. Och, 6 Pokémon! Nidoran, weiblich und männlich! Oh yeah! Wenn jetzt alle 3 Entwicklungsstufen haben, dann könnte ich eventuell sogar ein Problem kriegen. Rechte Hand. Aha. Rechte Hand ist im Doppelkampf ziemlich gut. Erhöht den Angriff, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie stark. Es ist ausreichend meistens. Lamol schreckt zurück. Hallo? Ne, nicht Doppelteam. Rechte Hand. Rechte Hand will helfen. Donnerblitz! Rechte Hand hat erhöhte Priorität, falls ich jetzt frage, ja, warum greift der als erster an? Erhöhte Priorität, bitte nicht vergessen. Hornattacke! Autsch! Okay, er ist vernarrt. Nidoran ist verliebt. Und wow, Body Slam zieht richtig rein. Oh, Giftdorn. Aufpassen. Jetzt kommt ein Nidoqueen. Bodengift. Okay, Erholung ist mal nicht so schlecht. Und Bodengift. Was mache ich am besten? Tim ist selber nicht auf Boden gut zu sprechen. Ich riskiere es mal. Obwohl. Ja, machen wir mal. Selina, komm zurück und Lamuel, du schläfst eine Runde. Tim, du bist dran. Nidoran ist paralysiert. Rrrz. Nidoqueen macht Body Slam. Oh, Lamuel. Das war knapp. Erholung. Wow. Schön war's.
Okay, du schläfst jetzt eine Runde. Das ist egal, was du machst. Erdbeben trifft alle. Moment, dann wechsle ich sogar aus auf Pokefrag. Und Tim macht Erdbeben. Das trifft alle. Nidoran macht rechte Hand. Nidoqueen wird stärker. Nidoqueen macht Doppelkick. Ist normal effektiv. Zieht aber auch nicht viel ab. Hätte mehr erwartet. Erdbeben trifft alles und jeden. Und ist sehr effektiv auf Gift. Nidoran und die Weiterentwicklung sind Gift. Gift und dann Bodengift. Die letzte Entwicklung. 115 Fangspunkte. Yeah! Nidoking! Die letzte Entwicklung von Nidoran männlich. Nebenbei. Okay, Antikraft bringt nichts. Machen wir Wunschtraum und du machst weiter Erdbeben. Fuchtler! Autsch! Doppelkick ist sehr effektiv auf Thema, aber. Seht ihr, wie viel es abzieht? Das ist sowas wie eine normale, effektive Attacke. Das ist ja fast gar nichts. Nidoqueen hat nicht so gute Attackwerte, dafür bessere Verteidigungswerte. Was man von Nidoking nicht so gut sprechen kann. Da ist Nidoking im Angriff besser. Also, wenn Nidoking gegen Nidoqueen kämpfen würde, ich weiß nicht, wer gewinnen würde. Ehrlich nicht. Da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Okay, Tim macht einen Double Kill. Und bekommt ganz schön viel Erfahrung mit Selina, Level 43, yeah. Ganz viel Erfahrungspunkte. Und jetzt kommt die Nidorina und Nidorino. Die Zweitstufe von Nidoran, männlich-weiblich. Beide sind Gift-Pokémon, ja? Nicht verwechselt. Moment, ich habe schon vorhin einen Mundstrom gemacht. Metronom. Erdbeben. Rechte Hand. Aha. Hornattacke. War klar, dass er wieder mal angreift. Metronom. Alles kann passieren. Sorgensamen. Okay. Nido erhält die Fähigkeit Insomnia. Ist ein bisschen nutzlos, die Attacke. Leider. Okay, im Doppelkämpfen kann man so sein eigenes Pokémon vor Schlaf schützen. Ja. Dann ist sie gut, aber. Es kommt selten Pokémon mit Schlaf vor. Selten. Und Tim räumt hier die Party ab! Danke fürs Aufräumen. Level 44 für Tim. Gute Verteidigung. Risikotackle. Tim, was willst du erlernen hier? Stärke 120. Weiß ich selber. Gute Frage. Alle Attacken, die Tim jetzt hat, sind gut. Ich tue es mal so Felswurf raus, weil Felswurf ist mir sowieso zu ungenau mit 80 Genauigkeit. Bitte. Und Tim kann jetzt Risiko-Tackle! Oh yeah! Selbst unser Feindenkräft konnte ich nicht besiegen! Oh, ich hab Angst! Ja, braucht keine Angst haben von mir. Ich bin nur ein guter Trainer. Mehr oder weniger. Okay, hier geht's im nächsten Part weiter. Wir sind schon wieder vor dem nächsten Ort. Also hier geht's rund und wow, bei der nächsten Route sogar. Hier regnet es! Geilo! Also mit einem schönen Regen verabschiede ich mich bis zum nächsten Part und da wird es wieder finster sein. Und hier scheint schon wieder die Sonne. What the hell? Egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.